Nächste Runde. Viel kann ich gerade wieder nicht tun. Na dann. Wow. Kämpf für Andergast. Drei Verluste, das ist hart, okay. Aber wir brauchen die Erfahrung für die Truppen. Die Truppen wachsen ja nach einer Weile eh wieder. Wir brauchen die Erfahrung auf jeden Fall. Da müssen die Männer auch leider manchmal für das eigene Volk dann sich rüsten. Produktion wählen. Siedler haben wir jetzt natürlich, bräuchten auf jeden Fall mal Bogenschützen, die haben wir noch nicht. Diese kehren wieder zurück. Und die Siedler schicken wir einfach mal nach da drüben. Um dann hier, was auch immer da kommt, alles einzunehmen. Und ansonsten war es das für diese Runde erstmal. Und ihr seht schon, jetzt wird es langsam echt ein bisschen, jetzt wird ständig neues Zeug geholt hier. Wir tun ständig jede Runde eigentlich was machen. Das sind jetzt die Speerträger, die eskortieren die jetzt so oder? Okay. Ich wollte was tun, genau, ich wollte auf jeden Fall. Guck mal da, und zwar Geländefeld kaufen, kaufen wir uns jetzt das da. Nein! Ich würde das hier kaufen. Super, Geländefeld kaufen. Kaufen wir jetzt noch das da. Wir machen dann hier die Grenzen zu. Zurück zu... Ach ne, wir können noch was kaufen. Geländefeld kaufen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein ordentliches Gelände. Guckt euch das mal an. Also hier haben wir auf jeden Fall einiges an Reich jetzt dazu bekommen. Und dann ist es ja noch friedlich. Ich glaube, man konnte die Reiche dann gegenseitig verkleinern. Bin da nicht mehr so confirmed drin. So, die Siedlertruppe macht sich einfach mal auf den Weg nach da. Die Leute verfolgen die Siedlertruppe zur Beschützung. Und die Leute machen nach da. Können dann momentan aber nichts tun. Nächste Runde. Steinbruch hier drüben dauert übrigens sehr lange, merke ich. Wird aber auf jeden Fall der Produktion dienen. Ihr habt jetzt eine Fernwaffeneinheit. Fernwaffeneinheiten können Gegner auf sich angegrenzten Geländefeldern angreifen, allerdings werden sie von angreifenden Nahkampfeinheiten leicht vernichtet. Ihr Zweck erfüllt sie am besten in Sicherheit hinter euren hinter eurer Frontlinie. Deswegen lasse ich selber in meiner Stadt stehen. Und baue... Nein! Produktion wählen, ach so. Ja, wir haben einen Speerkämpfer, wir haben Krieger. Ich würde jetzt einfach mal hier ein Monument basteln. Ne, Stadtmauer ist, glaube ich, das Beste. Was zur Verteidigung. Ihr macht jetzt hier eine Mine. Und dann können wir hier sogar noch was machen. Und dann würde ich hier jetzt einfach Wunder. Na, Wunder würde ich jetzt noch nicht anfangen. Lieber irgendwas Sinnvolles. Zum Beispiel könnten wir noch... Stabbaum würde jetzt auch noch ein bisschen lang dauern. Bogenschütze ist, glaube ich, eine sehr gute Idee erstmal. Politik einführen. Oh, ich bin momentan eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Darum lassen wir das mal so. Achso, so, ich komme, geht immer weiter. Ah, super. Okay, Verbandseinheit bewegen.
Okay, dann positioniere ich die aber jetzt mal hier und stationiere die da. Das ist ein Bautrupp. Ich weiß zwar nicht, was der da sucht, aber der ist da. Und der holt sich jetzt einfach mal... die Pferde da drüben. Damit wir auch berittene Bogenschützen so einen Spaß basteln können. Mittlerweile sind 2700 Jahre vergangen. Und wir bauen eine neue Stadt. Diese nennen wir auch wieder anders, und zwar... wir haben Pandora, wir haben Undergast und jetzt nehmen wir mal einfach noch Elysium. Huch, auch ein sehr schöner Name. Wer die Spiele kennt, Elysium kommt zum Beispiel aus Deponia. Geländefelder kaufen können wir dann nichts. Produktion wählen. Würde ich sagen, hier hinten können wir nicht angegriffen werden, darum baue ich hier hinten erstmal... ein Monument. Gesichert sind wir ja. Ja. Die können sich in die Stadt einquartieren. Hier haben wir einen weiteren Bautrupp, der gerade fertig geworden ist mit dem, was er getan hat. Die können jetzt einfach mal hier hingehen und beginnen einen weiteren Bauernhof zu bauen. Dann haben wir hier hinten auf jeden Fall alles komplett bearbeitet. Kommen da noch Straßen hin. Hier wird Viehzucht gemacht. Nächste Runde. Und momentan haben wir echt noch keinen Gegner gefunden, der es mit uns aufnehmen könnte. Oder der uns irgendwie feindlich gesinnt wäre. Wir haben drei Städte, wir bekommen mittlerweile einen sehr guten Ertrag, unsere Zufriedenheit steigt, unsere Wissenschaftspunkte steigen, wir haben auch anscheinend jetzt gleich die nächste Runde, die nächste Dings beendet als nächstes. Das Bauwesen lasse ich lieber, sonst mache ich hier irgendwie irgendwelchen Mist. Wir starten die nächste Runde und haben das Bauwesen abgeschlossen. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Das kam von Wolfgang von Goethe. Er ermöglicht Bautrupps auf bewaldeten Geländefeldern Sägewerke zu errichten, um die Produktion zu steigern. Er ermöglicht außerdem die Errichtung von Kolosseum, das die Zufriedenheit im Reich steigert und so zum Stadtwachstum beiträgt und die Wahrscheinlichkeit eines goldenen Zeitalters erhöht. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, ein goldenes Zeitalter, da möchte ich wieder haben. Ich möchte, dass es meinen Leuten gut geht. Und wir schauen mal hier, was es hier so gibt. Dann machen wir einfach mal das Segeln. Und starten die nächste Runde. Andergast ist momentan noch mit den Stadtmauern beschäftigt, da es am gefährdetsten liegt, würde ich meinen. Oh. Ihr könnt veraltete Einheiten modernisieren und sie stärker machen, indem ihr Gold ausgebt. Wieso, danke. Der Bautrupp, bewege sich doch bitte mit einer Straße nach da. Veraltete Einheiten. Ich müsste irgendwo noch Krieger haben.
Einheit modernisieren. Tada! Härter, besser, schneller, stärker. Ja, das höre ich öfters. Was? Und damit haben wir uns Religion, eine der Einheiten, die nur wir ausbilden können. Was uns auf jeden Fall jetzt einen kleinen Vorteil verschafft. Das ist ja eine unserer Top-Einheiten wahrscheinlich mit. Und dann schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, bis in welches Zelda das hier reingeht. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Themistocles. Ermöglicht den Bau von Handels- und Kriegsschiffen, die sich zum Erkunden und zur Bewirtschaftung bzw. Anbauen von Ressourcen im Wasser wie Fisch und Perlen eignen. Forschung wählen. Als nächstes wäre dann die Schrift dran. Wir machen mal die ganze kleinen Scheiße durch. und die ziehen jetzt einfach mal nach da drüben. Oh. Nach da drüben eine Straße durch. Die stationieren in der Stadt. Und das war's dann auch schon wieder. Und hier sieht man jetzt gleich, wie unsere Stadtmauern wachsen werden, weil hier die dann jetzt fertig sein. Aha, Florenz wurde angegriffen. Städte können Belagerer bombardieren. Städte können feindliche Einheiten in der Nähe bombardieren und ihren Schaden zufügen oder sie zerstören. Befehlt euren Städten in der Nähe, feindlichen gegnerischen Einheiten zu bombardieren. Dankeschön. Das ging ja nicht an mich, das war ja gerade an den Feind. Bei Florenz wurde ja gerade angegriffen. Und ja, Produktion wählen. In Andergast, man sieht, wir haben jetzt eine Mauer. Jetzt können wir uns auch in Ruhe um ein paar andere Dinge kümmern. Zum Beispiel können wir jetzt ein Monument basteln. Die sind auch fertig mittlerweile. Und laufen einfach mal hier rüber. Machen da nächste Runde weiter. Und jetzt sehen wir auch schon, jetzt auf jeden Fall langsam richtig. Wir haben jetzt fast jede Runde was zu tun oder jede zweite Runde. Die fortschrittlichsten Völker der Welt. Wir sind auf Platz 4. Das ist gar nicht so gut. Hier bauen wir natürlich jetzt einen Bauernhof. Gibt plus 1. Was ist das denn? Gibt plus 1 Nahrung. Festung errichtet, machen wir später. Ja, nächste Runde. Mehr können wir nicht machen. Achso, stopp. Warte. Nein, nein, nein. Ah, ich hab belagert. Schokolade. Ich ging nur eine Runde lang, okay. Produktion wählen. Dann nehmen wir mal... Nehme ich das Arbeitsboot gleich? Da ich ein erst defensiver Spieler bin, baue ich auch hier erst einmal... Nächste Runde. Ach stimmt, die dürfen ja nicht mal auf einem Feld stehen bleiben. Ja, hier machen sie wahrscheinlich den Wald gleich erstmal weg. Blatt. Oh, das habe ich auch wieder mal. Wer ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Das ist wohl wahr. Ermöglicht den Bau des ersten Wissenschaftsgebäudes der Bibliothek, damit das Reich neue Technologien schneller erforschen kann. Erforschung wählen. Wir nehmen als nächstes... Reuterei. Wir haben ja Pferde, deswegen gehe ich mal auf Reiterei jetzt. Ne? Und jetzt kaufen wir erstmal wieder Zeug ein, für Pandora am besten. Geländefelder kaufen. So. Dann fehlt uns nur noch dieser Wald da. Und den Rest haben wir. Also auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit erstmal... Also es kommt uns zugute. Können wir mich nicht von irgendeiner Seite angegriffen werden. Produktion wählen in Andergast. Da ist das Monument mittlerweile fertig. Streitwagen Bogenschützen haben wir. Siedler, Bautrupp. So, ich würde sagen, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir hier mal... Ne, wir werden erstmal noch ein paar Bautrupps errichten.
zur Liste hinzufügen, noch ein Bautrupp. So, zurück. Zurück. Nächste Runde. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, jetzt, dass wir erstmal schnell hier alles erforschen. Weil dann können wir uns um ein Ding nach dem anderen kümmern. Feind wurde bei der Stadt Andergast gesichtet. Das sieht jetzt natürlich sehr böse für ihn aus. Nächste Runde. Na, wartet ihr. Tot. Produktion wählen. Elysium. Wird ebenfalls attackiert. Ich baue hier allerdings als nächstes erstmal... Stadtmauern. Obwohl, nee, warte mal. Elysium.